Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Dicken Igel aus Hack. Und was haben wir letzte Folge angefangen, was wir noch nicht weitergemacht haben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben in der letzten Folge neue Leute dazu bekommen. Wir haben die Bauhütte gebaut. Da müsste auch schon jemand drin arbeiten. Jetzt gerade nicht. Okay, alles klar. Und wir gucken mal, was wir diese Folge alles so machen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Folge. Let's go. Stimmt, wir haben auch in der Schmiede zwei neue Leute, ne? Wir sind der zumindest. Ah, richtig. Ich wollte jetzt einstellen, was in der Schmiede alles gemacht werden soll. So. Die Schmiede jetzt hier, mit den zwei neuen, die ist jetzt nur dabei, Barren herzustellen. 33% Kupferbarren, 33% Zinnbarren und 33% Bronzebarren. Warte mal. Wir müssen gar nicht nach den 33% gehen, sondern was hier hinten steht, ne? Da müssen wir ungefähr auf das Gleiche kommen. Also zumindest was Zinn und Kupfer angeht. So, Kupferbarren ist auf jeden Fall... So, guck mal. Jetzt haben wir 17% Kupferbarren, da macht der 6,36 und 49%, da macht der 6,4. Mal, kann ich hier noch Prozent irgendwie drauf machen? Ja, dann machen wir das so. Also er macht ein klein wenig weniger Kupfer als Zinn. Aber das sollte reichen und das sollte passen. Das ganze Gewurschtle können wir uns auch sparen, wenn wir endlich Eisen verarbeiten können. Das wäre jetzt noch nicht. Wir haben nicht mal die Hälfte der Technologiepunkte, lol. Schön. Und hier drüben können wir jetzt einstellen, dass gar keine Waren mehr produziert werden. Sondern ihr geht nur auf Werkzeug. Machen wir mal überall 15% und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Und hier können wir 10% machen. Ja, passt doch. Super. So wollte ich es haben. Ja, vielleicht brauchen wir nicht so viel. Wir brauchen halt sehr viel Bronzespitzhacken. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht bleiben wir hier überall ungefähr. Na gut, 50. Ja, Bronzeaxt brauchen wir auch. Bronzesense brauchen wir nicht. Also nicht so viele. Können wir lieber hier bei Bronzespitzhacke erstmal schön auf 35% gehen. Dann machen wir zwei Stück, 2,5 am Tag ungefähr. Ja. Ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser an mit der Schmiede und so. Und wir haben da einen besseren Output und haben nicht so oft Werkzeugprobleme. Das ist nämlich das, was uns das Genick bricht. Werkzeugprobleme. Ja, Kalkstein ist auch so ein Problem gerade. Wir brauchen mehr Kalkstein. Aber ich könnte doch schon mal das Nahrungsmittellager so ein bisschen verputzen. Ja, das wollten wir ja, das ist ja das erste Lager, Produktionsgebäude, also das erste Gebäude, was kein Wohnhaus ist, was ich verputze. Weil das einfach nicht mehr abzugraden geht. Das ist jetzt Nahrungsmittellager 3 von 3. Also, besser geht nicht. Zurzeit. Also, vielleicht gibt es irgendwann noch Nahrungsmittellager 4 oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Aber jetzt geht es erstmal nicht besser. Deshalb können wir das verputzen. Weil vorher hat es ja keinen Sinn gemacht, das zu verputzen, Ressourcen reinzustecken, obwohl man ja dann sowieso wieder upgradet. Also nochmal die ganze Hütte aufbaut, sage ich jetzt mal. Und jetzt können wir das so langsam, jetzt können wir es weiß machen. Schön. Hat natürlich überhaupt gar keinen Effekt. Also ich weiß nicht, ob Gebäude, in denen zumindest jemand arbeitet, wenn man die dann verputzt, ob das Sinn und Zweck hat. Und man dann für dieses Gebäude nicht, weil da sind ja
weiß ich nicht, 12 Stunden am Tag Leute drin. Und die müssen es ja auch warm haben. Küche ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber die müssen es halt auch warm haben. Und im Winter, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Wenn das jemand weiß, ab in die Kommentare damit, ja. Wenn ihr wisst, machen Produktionsgebäude, macht das Sinn, die zu also abzudichten für den Winter, also zu verputzen, damit die da drin leben, einfach es länger warm haben mit weniger Ressourcen. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber ihr werdet es mir verraten. Oder ob das einfach nur kosmetisch ist. Kann natürlich auch sein, ja. Genau. Ranner die Arbeit. Alles ist in Arbeit, sehr schön. Also wir haben Ressourcen auf jeden Fall da. Ressourcen sind am Start. Ach, guck mal, wir sollen ja auch noch den Pflaumenwein abliefern an den Manfred hier. Hier hast du den Wein. Was ist dein Lieblingswein? Pflaumenwein, gib den her wieder. Eine sehr gute Wahl. Ich habe Reputation bekommen auf jeden Fall. Schön. Sehr gut, das waren auf jeden Fall über 100. Das waren auf jeden Fall über 100. Ja, da drüben hätte ich zwar jetzt noch eine Quest in meinem Dorf, aber das macht jetzt nicht so viel Sinn. Wir sind kurz vorm Sommer. Ich guck mal ganz kurz schnell, ob die drei von der Tankstelle das hier alles geschafft haben. Hier ist auf jeden Fall ausgesät. Schön. Weizen wächst auch. Pferd, was machst du hier? Okay, alles klar. Zweite Flachsfeld zum ersten Mal ausgesät. Schön. Hier drüben beim Gemüse steht auch alles. Hier ist alles beim Hafer. Ey, wie sieht's eigentlich mit... Haben wir eigentlich noch Tierfutter? Weil das ist so ein bisschen das Ding hier, ne? Roggen und Hafer ist ja, habe ich ja eigentlich gepflanzt für Tierfutter. Aber anscheinend haben wir noch genug. Obwohl wir da drüben die dicken Kühe haben jetzt. Also Tierfutter scheint sehr handelbar zu sein. Ich guck mal ganz kurz in das Lager rein. Tierisches Futter. Habe ich jetzt erstmal im Lager nichts, aber die werden in den kleinen Lagern an den Stellen werden die das haben, das Tierfutter. Guck mal jetzt bei den Kühen hier rein. Futterhaufe 40%. Ja. Läuft. Irgendwann müssen wir Neues machen. Aber da können wir warten, bis die kein Futter mehr haben. Ja, dann werde ich... Ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Ich muss ein paar Quests machen. Tatsächlich. Reiten wir mal rüber nach Ostoja. Das ist die große Stadt, ja, glaube ich, oder? Nee, Piastowja. Ostoja ist die Stadt am Ach, die. Mit der hatten wir ja schon genug Ärger. Piastowja. Schauen wir mal, was wir da so an Quests machen können. Ja! So, wir sind in Piastowja. Und wir schauen mal, da vorne ist jemand, der hat eine Quest. Aha. Ach so, der ist außen. Ah, okay. Schon gewundert. So. Tomila hat eine Quest für uns. Alles in Ordnung. Mehr als in Ordnung. Erinnere dich an diesen Tag als den Tag, der die Welt verändert hat. Ich habe etwas gefunden, das unsere Gesellschaft revolutionieren wird. Aha. Okay, oh wirklich? Ist es ein neues Heilmittel? Besser, ich habe ein neues Spiel erfunden. Lol. Das ist besser. Spiele sind das Beste. Nicht wahr? Ich bin froh, dass mir jemand begegnet, der genauso begeistert ist wie ich. Ich brauche etwas Hilfe dabei, das Spiel bekannt zu machen. Hilfst du mir dabei?
Wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Gut, also hör zu, das Spiel heißt Steinschere Pergament. Ich brauche genau diese drei Gegenstände. Ich werde sie dann schön vor meinem Haus präsentieren und jeder wird sie sehen. Keine Sorge, ich habe schon alles vorbereitet. Bronislav in Skauki bereitet einen ganz besonderen Stein für mich vor. Und Svibora aus Ostoja hat mir versprochen, ihre Schere zu spenden. Du musst sie nur für mich abholen. Das letzte ist das Pergament. Das kannst du sicher an den Anschlagtafeln ausleihen. Ein paar alte Anschläge zu entfernen sollte niemanden schaden. Wenn du alles hast, kommst du zu mir und ich belohne dich dafür. Ich bringe dir außerdem bei, wie man das Spiel spielt. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Okay, das klingt nach einer witzigen Quest. Und dafür gibt es auch noch 360 Dynastie, das ist ja cool. Sprich mit Bronislav. In Skauki, natürlich. Wo ist mein Pferd? In der Stadt. Schön. So, das ist der Typ mit dem Stein. Hallo, ich bin hier, um den besonderen Stein für Tomilla abzuholen. Oh ja, ich habe schon auf sie gewartet. Normalerweise würde ich ein einziges Stück wie diesen nicht einfach einem Boten mitgeben, aber du wirkst vertrauenswürdig. Geh nur bitte vorsichtig damit um. Ich dachte, das ist ein Stein, mein Gott. Danke, wir sehen uns. Ich habe einen Stein bekommen, schön. Untersuche Anschlagtafel. Ja, okay, alles klar. Jetzt reiten wir zurück. Aber vorher möchte ich nochmal gern bei den Leuten hier schauen, die hier einen Job suchen. Denn wir haben ja noch ein bisschen Reputation. Reputation. Alter, nur Frauen? Okay. Tja. Alter, die hat überall eine 3. Außer in Produktion. Ich nehme mal dich. Ah, okay. Wir brauchen 8000 Reputation. Wir haben tatsächlich zu wenig. Okay. Ich dachte, sie wäre eine schöne Brunnenfrau. Aber nein. Okay. Naja, dann bleibt es unsere Aufgabe, den Brunnen zu befüllen. Genau. Das Zeug aus dem Brunnen rauszuholen, das Wasser für unsere Leute. Aber das mit der Anschlagtafel kann ich noch machen, bevor wir jetzt Feierabend machen für heute. Also bevor die Jahreszeit wechselt. So, untersuchen wir mal die Anschlagtafel. Wie ist das Schriftstück, das am ältesten aussieht? Nach kurzer Suche hast du dir vier Pergamentstücke, schweres Wort, gefunden, die am überfälligsten aussehen. Auf dem ersten steht, ich suche den Unhold mit verschiedenfarbigen Augen, der die Unschuld meiner Tochter befleckt hat und vor der Erfüllung seines Heiratsversprechens davongelaufen ist. Als Belohnung winken Münzen. Sieh dir das zweite Schriftstück an. Auf dem nächsten Stück Pergament steht die folgende Aussage. Es ist mir egal, wer das hier liest. Ich liebe meine Schaufel und ich schäme mich nicht dafür. Lol. Ist das dritte Pergamentstück. Der letzte Aushang erneut von einem unbekannten Autor besagt, bitte hört auf, meine Flaschenverschlüsse zu stehlen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, sie alle zu sammeln. Ich habe davon geträumt, dass sie eines Tages zur Währung werden, aber bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen. Lol. Da musst du aber noch wirklich sehr, sehr lange warten, bis du da bis du da Erfolg hast. Ich nehme das zweite, das mit der Schaufel, das finde ich gut. So, jetzt müssen wir die Schere holen. Aber vorher gehen wir zurück ins Dorf und warten auf den Sommer. Sommer heißt ja auch wieder Kirschen ernten. Also haben wir erstmal was zu tun.
stellen wir die Quest natürlich wieder hinten an. Wir müssen natürlich erstmal uns um unser Dorf kümmern, oder? So, schlaf bis zur nächsten Jahreszeit. Einmal Sommer bitte. Sommer zum Mitnehmen. Ey, das heißt ja jetzt auch, dass ich jetzt meinen Leuten hier wieder ein neues Spielzeug geben kann, oder? Meiner Frau und meinem Kind. Ich habe da eine Kleinigkeit für dich. Einen kleinen Holzbär. Plus 3 Zuneigung. Ey, das ist echt frech. Der weiß halt genau, der kann es mit mir machen. Der weiß, er ist der Sohn. Nee, die Tochter. Entschuldigung, ist ja eine Sie. Sie weiß, sie ist eine Tochter vom Dorfvorsteher. Das heißt, sie will da richtig Carrera-Bahn und Airports und so, ne? Also den ganzen heißen Scheiß. Deshalb kriege ich für einen kleinen Holz Dingsbums nur, wer bist du? Manfred, was machst du auf meinem Grundstück? How are you? Könntest du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Verpiss dich. I know only one guy who would be able to erect so many buildings that quickly. Everyone called him. Ja, ja, komm, ist gut. So, wo ist meine Frau hin? Die ist natürlich hier wieder gleich Bier trinken gegangen, ne? So. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich hier, getrocknete Datteln. Ich muss niesen. Doch nicht. Doch nicht. Vielleicht doch. Nee. Jetzt ist es weg. Mann, weil ihr mich gestört habt. Ich muss doch nicht niesen. So, getrocknete Datteln. Hier für dich. 7 Zuneigungen. Ja, sie ist auch verwöhnt. Die ist auch super verwöhnt. So. Wir können Zwiebeln ernten. Schön. Mohn blüht. Weizen kann geerntet werden. Flachs wächst noch. Gemüse kann geerntet werden. Schön, schön, schön. Top. Ich weiß nicht, ob man Roggen im Sommer sät, aber auf jeden Fall kann da was passieren auf dem Feld. Aber wir wollen ja Kirschen ernten. Das ist ja das... Entschuldigung, das ist ja das Ding. Wir müssen im Sommer Kirschen ernten. Und ich glaube, das wird die größte Kirschernte, die wir bis jetzt hatten. Ich bin überladen mit Kirschen. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin jetzt schon bei 700 Kirschen. Krass. Und ich bin nicht mal bei der... Also ich bin jetzt gerade mal bei der Hälfte der Kirschbäume, die ich geerntet habe. Ich kriege von den großen Bäumen einfach über 30 Kirschen. Das ist krass. Ich muss die gleich verkaufen. Ich habe über 1000 Kirschen. Ich muss die gleich verkaufen. Gar nicht wohin damit. Ich weiß nicht, ob ich noch was im Inventar habe, was jetzt irgendwie sehr viel wiegt oder so. Aber ich bin, glaube ich, jetzt mit Kirschen überladen. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich muss erstmal was loswerden. Ich guck mal kurz ins Materiallager, ob ich irgendwas im... Ich habe Dünger im Inventar, das kann ich loswerden. Das sind immerhin 43 Kilo. Ja, das hat auf jeden Fall was gebracht. Da kann ich noch den Rest der Kirschen pflücken. Ich habe jetzt meine gesamte Kirschernte eingefahren und bin jetzt bei 1780 Kirschen. Ich bekomme ungefähr 2 Münzen für eine Kirsche. Ja, ist jetzt, man wird nicht reich damit, ne? Also, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Kirschen noch weiter zu verarbeiten, wäre das natürlich krass. Aber dazu brauchen wir auf jeden Fall die Taverne. Weil sonst geht das nicht.
Grabungsschuppen braucht Werkzeug. Und er ist auch kaputt, der eine. Okay. Ja, ich muss erstmal. Ich muss erstmal meine Kirschen loswerden. Ich lagere die erstmal ein. Und dann kümmern wir uns um die Probleme im Dorf. So, okay. Also, was könnte denn am Grabungsschuppen, ohne dass ich jetzt da war, kaputt sein? Also, ich würde jetzt spontan behaupten, das Strohdach. Weil sonst haben wir da, glaube ich, nur Holzwände. Nehmen einfach mal Stroh mit. Nee. Es ist tatsächlich die Holzwand. Okay, alles klar, wir brauchen Holzstämme. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die kaputt geht. Also das, ja, also... Der steht da schon eine ganze Weile, der Holzschuppen, der Grabungsschuppen, ne? Es kann schon sein, dass, dass das kaputt geht. Hätte ich jetzt trotzdem nicht mit gerechnet. Aber hey, hey, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ich nehme gerade meiner Bauhütte den Job weg. Bin ich denn... Also, was ist denn mit mir los? So, Dienstleistung Bauhütte. Tun Sie bitte Ihren Job. Warum... Was mache ich hier eigentlich? Ich könnte... Wenn mir meine Ressourcen das erlauben, könnte ich... Wie viele Steine haben wir? 250. Schön. Ich werde nochmal Spitzhacken herstellen, weil der Grabungsschuppen will ja Werkzeug haben. Weil die zweite Schmiede läuft ja erst an. Also, die macht ja jetzt noch keinen Fulltime-Job, sage ich jetzt mal. Doch schon, aber es sind halt noch keine Werkzeuge da. Deshalb müssen wir noch Spitzhacken per Hand herstellen. Steinspitzhacken. Zack, so. Okay. Alter, diese Schafherde, ne? Wie viel Wolle haben wir gerade? Wollstoff 22, Vulgaren. Wir haben aber sehr viel Wolle. Naja, da kann man, also da kann auf jeden Fall die Näherin arbeiten. Die kann ihren Job machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwie Ressourcenprobleme gerade hat. Nee, Scheune hat Ressourcenprobleme. Die Näherei hat tatsächlich auch Ressourcenprobleme. Was, wo, wo? Leinen, Garn, okay. Ja, das kommt halt nur einmal im Jahr rein, ne? Aber ich habe ja jetzt schon, beim Flachs, habe ich ja jetzt das zweite Feld am Start, also. Achso, das wird schon geerntet. Na, dann kommen ja jetzt Ressourcen rein. Muss halt nur die Scheune ihren Job machen, ne? Aber in der Scheune arbeitet auch jemand, oder? Ja, einer von vier. My grandfather used to say, when nothing hurts you, you're dead. Ja gut. Läuft alles. Das heißt, wir können die Quest weiterverfolgen. Ich schnapp mir jetzt meinen Gaul und dann reiten wir nach Ostroja. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken bei den Tieren. Hühnern läuft sowieso, Schweine. Ja. Schafe haben einen Überblick verloren. Rinder. Wir kriegen nur männliche Kälber. Aber das ist gut. Können wir verkaufen.
Pferde. So. Den braunen Hengst verkaufe ich jetzt für 1450 Gold. Schön. So, da ist er ja. Svibora. Hallo, ich bin in Tomillas Auftrag hier. Oh ja, sie wollte eine Schurschere, richtig? Ich habe sie genau. Sie sollte. Wo verdammt nochmal habe ich sie hingetan? Oh, dieses Dorf regt mich so auf. Jetzt hat die ihre scheiß Schere verloren. Ich will die nur abholen. Könntest du sie bitte suchen? Ich habe es eilig. Tut mir leid, ich bin selbst gerade wirklich beschäftigt mit meiner Arbeit. Ich bin sicher, die Schere muss irgendwo sein. Such sie dir bitte selbst. Natürlich. Ich verstehe, mach dir keine Sorgen. Ich hasse dieses Dorf. Das ist wirklich ein Dorf voller nichtsnutziger Menschen. Dass ihr überhaupt hier jeden Tag noch was zu fressen habt, ja? Ey, wirklich. Ich werde selbst mit einem Banditenrudel das Ding hier überfallen und alle niedermetzeln. Ich sag's euch. Dann komme ich und dann gibt's Hiebe. So. Wo ist jetzt ihre Scheißschere? Bin noch niemand, der hier sucht, ey. Die Scheißschere, ja. So. Let's go. Okay. Hat sich ja an Grenzen gehalten. Hab mich trotzdem aufgehalten, ihr Idioten. Oh. Wie das Schild hier. Wie euer scheiß Schild. Das hat mich auch aufgehalten. So. Ich komme hier wirklich immer ungerner hin. Also, ich brauche ja hier von hier auch nichts. Ich komme ja hier nur hierher, wenn tatsächlich irgendwie die Händler in der Stadt kein Geld mehr für mich haben. Dann komme ich hierher, um hier noch so ein paar Leute abzuziehen. So, du bist zurück. Hast du alles? Selbstverständlich, ich liefere immer. Wunderbar, du warst eine großartige Hilfe. Bald werden sie alle dem SSP-Fieber verfallen. Steinschere, Pergament, verstehe. Das ist natürlich kurz für Ja, ist gut. Ich bin aufgeregt. Fast habe ich es vergessen. Hier ist deine Bezahlung, mein guter Freund. Oh, das war doch nicht nötig. Es war mir eine Freude. Und jetzt zum wichtigen Teil. Ich bringe dir alles bei, das du wissen musst, um den wunderbaren Spaß mit SSP zu genießen. Als erstes musst du diese drei Handzeichen kennen. Steinschere, Pergament. Verstanden? Verstanden. Wenn ich bis drei gezählt habe, zeigt jeder von uns das Handzeichen seiner Wahl. Und dann sehen wir, wer gewinnt. Warte. Wer gewinnt? Das hängt vom Handzeichen ab. Stein schlägt Schere. Schere schlägt Pergament. Pergament schlägt Stein. Es ist alles ganz logisch. Du hast recht, es ist genial. Spielen wir. 3, 2, 1. Pergament. Schere, ich gewinne. Verdammt, netter Versuch. Willst du es noch einmal versuchen? Ich glaube, mir reicht's. Nach einem Mal so. Nee, du. Ist nicht meins. Habe ich schon verstanden. Nee, danke. Das werde ich auf jeden Fall später versuchen. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Geile Quest. Geile Quest hat mir auf jeden Fall tausendmal mehr Spaß gemacht als jede Quest, die ich in Ostoria erledigen musste. Wirklich, tatsächlich. Also really. Real talk. Naja. Naja, ich würde sagen, es war mal wieder eine kürzere Folge. Aber eine witzige Folge, würde ich sagen. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Follow da, vielleicht auch auf Twitch. Mein Link ist in der Videobeschreibung. Jeden Samstag spielen wir Horror-Streams ab 19 Uhr. Wäre cool, wenn ihr dabei seid. Ansonsten lasst ein Like unter dieses Video hier, schreibt vielleicht einen Kommentar. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.